Novena zum heiligen Pater Pio, fünfter Tag. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Tugenden, welche den frommen Menschen vervollkommnen hinsichtlich der Beherrschung seiner Sinne, sind Bescheidenheit, Mäßigkeit und Keuschheit. Die Bescheidenheit regiert alle äußeren Taten, die Mäßigkeit zügelt die Sinne. Sehen, berühren, kosten, riechen und hören. Die Keuschheit veredelt unsere Natur und macht sie der Engel ähnlich. Glücklich ist, wer diese noblen Tugenden besitzt. Alle sind Früchte des Heiligen Geistes, der in diesen Menschen wohnt. Eine solche Seele hat nichts zu fürchten und wird in der Welt leuchten wie die Sonne am Himmel. Eine Minute Meditation. Sechster Schmerz Mariens. Der tote Heiland wird in den Schoß der schmerzhaften Mutter gelegt. Ich verehre diesen Schmerz, o liebe Gottesmutter, und bete. Jesus, Maria, ich liebe euch. Rettet Seelen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, vom Kreuze in deinen Schoß aufgenommen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, vom Kreuze in deinem Schoß aufgenommen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, vom Kreuze in deinem Schoß aufgenommen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, vom Kreuze in deinem Schoß aufgenommen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder,
überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebeskanne, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, vom Kreuze in deinem Schoß aufgenommen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, vom Kreuze in deinem Schoß aufgenommen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, vom Kreuze in deinem Schoß aufgenommen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünde. Bewahre uns vor dem Feuer der Hölle. Führe alle Seelen in den Himmel. Und komm uns vom Irrtum zu befreien. Heiliger Pater Pio, bitte für uns und für unser Anliegen. Heiliger Pater Pio, gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Maria mit dem Kinderlieb. Uns allen deinen Segen gib.